Moment, Moment, Moment. Wir sind ja viel zu schnell. So, inspiriert von Mike Nguyen machen wir quasi den Yugi-Tube hier, ja, den Yu-Gi-Oh-Channel und machen ein Deck-Feature mit Stefan Becker. Wir gehen jetzt mal über die Karten drüber und er erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also, es aufgebaut hat mehr auf dieses Starter-Deck, was neu rausgekommen ist. Ja. Aus diesem Maschina-Mayan-Starter-Deck. Okay. Ist halt sehr preisgünstig, dieses Deck, und sehr einfach kombinierbar. Also, man spielt dreimal diesen Maschinenwesen-Antriebsrahmen. Ja. Damit kriegt man die Schlüsselkarte Festung. Auf die Hand, ja. Streitmacht. Diese Karte ja. Musst du nur einmal abwerfen, weil der ja über, also 10 Sterne hat, über 8 Sterne. Ja, und halt diese Removal-Karten wie Fallgrube. Das ist so typisch Gacha dann quasi, ne? Genau. Also ganz viele Removals. Halt die Überkarte Verbundenheit. Ist die auch aus dem Starter? Genau. Ja, ebenfalls. Dreimal. Weil sie einfach gut kommen. Genau, also durch die Verbundenheit werden quasi auch die kleinen Gadgets groß und können gegnerische Monster überrennen. Ansonsten, falls der Gegner dir was Großes hinsetzt, wie DAD oder so, hast du quasi noch den Spalt, hast du Aufschlagen, hast du. Ja, und die Oppression Main halt. Und Oppression, genau. Limiter halt zum Finishen? Finishen, genau. Prison dreimal. Gadgets halt zweimal in der Ausführung. Warum spielst du Gadgets nur zweimal? Wegen Platz? Zweimal, ja, erstmal wegen Platzmangel und es reicht eigentlich auch. Okay. Wenn sie weg sind, kannst du recyceln mit dem Schrott. Mit dem Junk Recycling. Genau. Ja, ich hab's mir schon mal angeschaut. Okay. Ja, das war's eigentlich. Sideboard? Du hast Sideboard, ganz interessant. Du hast Zombie-Welt im Side. Zombie-Welt, ja, sehr gut gegen Monarchen? Ja, erstmal Monarchen. Du brauchst keine Pulling the Rug spielen. Mhm. Ja, was kannst du noch spielen? Ich spiele noch drei Starlight Wood gegen halt erstmal zum Schutz für die Zombie-Welt, wenn er boarden soll, yeah. Gegen Maschine. Oder halt gegen Massen-Removal-Karten, Heavy Storm, Temera und solche Sachen. Ja. Yeah. Super, genau. Super, vielen Dank. Viel Glück noch. Ja. Habt ihr gesehen? Haben wir mal ein Deck-Feature als Video gemacht. Ich bin aufs Feedback gespannt. Hier ist Yannick. Der ist ich will noch ein Feature-Match. Ja. Yannick will noch ein Feature-Match. Sei mal nicht so. Du hast vorhin noch gesagt, du machst keine Feature-Matches. Doch, ich mag Feature-Matches. Ja, okay. Dann mach mal mein Video nicht kaputt hier. Okay. Ich bin dann wieder dran. Wir machen gleich noch ein Feature-Match. Nicht mit Yannick. Also, offiziell würfel ich es aus, aber nicht mit Yannick. Und ihr lest einfach weiter.